Folgendes ist das einzig vorhandene Beweismaterial, das die Existenz von necrosleep.net unterstützt. Der Blog wurde von einem besorgten Leser kopiert und abgespeichert, kurz bevor er 2014 aus dem Internet verschwand. Der Leser hat sich glücklicherweise vor kurzem an die Polizei gewendet. Dies sind die letzten Momente im Leben von Reed Murdoch, dokumentiert von ihm selbst. Mein abgeschottetes Leben. Blogautor Reed Murdoch. 16. Oktober 2014. Hey Leute. Also, ich habe mich dazu entschieden, einen Blog über mein neues Leben zu führen. Die meisten, die das hier lesen, sind wahrscheinlich Freunde oder Bekannte von mir. Aber für den Rest von euch werde ich ein paar Dinge über mich preisgeben. Mein Name ist Reed. Ich bin gerade erst aus dem beschissenen Keller meiner Eltern ausgezogen. Gott sei Dank. Nun lebe ich endlich mein eigenes Leben und niemand kann mich mehr herumkommandieren. Genau genommen bin ich freiwillig von diesem Ort verschwunden. Aber meine Eltern hätten mich am liebsten auch schon vor ein paar Jahren rausgeworfen. Niemand interessiert sich für so einen Crackhead wie mich. Nicht einmal die eigenen Eltern. Nicht, dass es mich kümmern würde. Wie auch immer, ich ziehe jetzt mein eigenes Ding durch. Ich musste einiges an Luxus aufgeben. Die höllischen Kochkünste meiner Mutter zählen aber allerdings nicht dazu. Ich lebe sowieso viel lieber von billigen Instant-Nudeln. Manchmal esse ich sogar eine Scheibe Brot dazu, wenn ich mich mal ganz besonders fühlen will. Wo wir gerade von besonders sprechen. Ich muss zugeben, dass meine Wohnung alles andere ist. Es ist die billigste, die ich finden konnte. Das Sprichwort, du bekommst, was du dafür bezahlst, passt hier besonders gut, wenn ich umgeben von den sanften Geräuschen schlafen muss, die sich anhören, als würde gerade eine alte Frau in einer Seitengasse überfallen werden. Mein Heiligtum einer Ghettobude besteht aus einem Wohnzimmer, einer Küchenzeile, einem Badezimmer und einem Wandschrank. Die Wände sind praktisch aus Pappe und der Boden ist befleckt mit, was in Gottes Namen das auch immer sein mag. Aber es reicht mir. Mit mir lebt die billige Ausrede einer Katze namens Twig. Sie ist einer dieser seltsamen haarlosen Züchtungen und dementsprechend hervorragender Gesprächsstoff. Ich werde oft gefragt, warum die Katze denn umgestülpt sei oder ob sie ein fehlgeschlagenes Projekt eines Tierpräparators sei. So schäbig mein Leben auch wirken mag, es hat seine Vorteile, so zu leben. Lebenserhaltungskosten gibt es sozusagen nicht. Also kann ich gut damit durchkommen, irgendwelche unseriösen Jobs im Internet nachzugehen, ohne jemals mein Haus verlassen zu müssen. Die Hälfte des Monats verbringe ich damit, erfundene Rezensionen über Artikel, die ich nie benutzt habe, zu schreiben und Umfragen zu politischen Problemen auszufüllen, von denen ich keinen blassen Schimmer habe. Und die andere Hälfte surfe ich im Internet und schaue Raubkopien von Akte X. Ich muss dank meinem Nachbarn nicht einmal Internet bezahlen, da er anscheinend zu blöd ist, seinen Wifi-Hotspot mit einem Passwort zu sichern. Hoffentlich hat er einen guten Vertrag und zahlt nicht je nach genutzten Datenvolumen. Ansonsten, gute Nacht. Naja, nicht mein Problem. Ich werde diesen Blog jeden oder zumindest jeden zweiten Tag updaten, insofern irgendetwas Interessantes passiert ist. Danke fürs Lesen dieser langweiligen Scheiße. Hoffentlich wird mein Leben bald etwas interessanter. Reed. 18. Oktober 2014. Ich habe mal etwas Ungewöhnliches versucht. Es ist 3 Uhr morgens und ich habe vor, die ganze Nacht wach zu bleiben. Genug Koffein sollte ich an meiner Seite haben. Warum mache ich das, fragt ihr euch? Na, weil ich permanent meinen Schlafrhythmus ändern will. Anders ausgedrückt, ich werde am Tag schlafen und in der Nacht wach sein. Es gibt einige gute Gründe dafür. Nachts sind nicht so viele Leute auf der Straße, also wird es angenehmer sein, das Gebäude zu verlassen. Sonderlich verursacht bekanntlich Krebs. Scheiß auf soziale Normen. Die Internetgeschwindigkeit scheint sich nach Mitternacht drastisch zu erhöhen. Und zu guter Letzt,
Das hier ist ein freies Land und ich brauche keine Gründe. Außerdem habe ich dieses coole Forum namens Nocturnal Underground gefunden. Es ist voll von sonnenverachtenden Einsiedlern und zynischen Misanthropen wie mir. Einfach perfekt. Ich habe mich gleich registriert und fand heraus, dass die aktiven Nutzer einen sehr herzlich empfangen. Es ist nicht das größte dieser Foren im Internet. Mehr ein kleines Schlupfloch in die Welt einer sehr obskuren Subkultur. Wir scheinen alle eine allgemeine Zuneigung zu sozialer Abschottung zu haben. Was cool ist, da ich dachte, ich wäre der Einzige, der es nicht ausstehen kann, mit anderen normalen Menschen zu interagieren. Schließlich sind es diese normalen Menschen, die mir sagen, ich hätte kein Recht dazu zu rauchen, was auch immer ich gerade rauchen will, als würde es sie etwas angehen. Ich werde euch wegen dieser ganzen Forumssache auf dem Laufenden halten. Peace out. Reed. 21. Oktober 2014. Ich gewöhne mich echt schnell an meine neue Lebensweise. Ich kann jetzt schon sagen, dass dies die Art und Weise ist, nach der ich schon viel früher hätte leben sollen. Das Internet ist ein viel interessanterer Ort, wenn es nachts ist. Die letzten Tage waren relativ normal, bis auf eine Sache. Gestern Nacht habe ich eine mysteriöse private Nachricht auf Nocturnal Underground bekommen. Ich zeige euch am besten einfach mal den Inhalt. An Readman 07 von Relevation 666 betreff necrosleep.net. Glückwunsch Readman 07. Du wurdest zu einer Nu mit Einladung Website eingeladen, die dein Leben für immer verändern wird. Entdecke, was die Gesellschaft dich nicht wissen lassen will, auf necrosleep.net. Nutze deinen exklusiven Einladungscode, um dir Zutritt zu verschaffen. DCLXVI. Finde heraus, was dir dein ganzes Leben lang gefehlt hat. Necrosleep.net. Klingt nach totalem Beschiss, aber es hatte mein Interesse geweckt. Ich konnte nicht widerstehen, dies hätte zu besuchen, nur um zu sehen, was zur Hölle das sein sollte. Also besuchte ich sie und kam auf eine komplett leere, schwarze Seite. Mir fiel auf, dass der Textcursor in der Mitte des Bildschirms blinkte, was mir zeigte, dass ich schreiben konnte. Ich nahm an, dort sollte ich meinen Zugangscode eingeben und lag richtig. Nachdem die Homepage geladen hatte, sah ich direkt, dass die ganze Seite auf Russisch war, außer die Kopfzeile, in der einfach nur necrosleep.net stand. Mein Browser erkannte automatisch, dass die Seite auf Russisch war und schlug mir vor, die Inhalte auf Deutsch zu übersetzen. Natürlich klickte ich auf Ja. Nun, diese Seite war einer der schäbigsten, die ich je gesehen hatte. Wer auch immer sie designt hatte, war offensichtlich nicht versiert in Sachen Webdesign, denn sie hatte mehr Gemeinsamkeiten mit einem Textdokument als mit einer guten Website. Der Hintergrund war schwarz und der weiße Text war in gewöhnlicher Kurierschriftart geschrieben. Unter der Kopfzeile war eine Reihe von Hyperlinks, die wie folgt benannt waren. Hauptseite, Kaufen, Geheim und Impressum. Hier mal ein Auszug von der Hauptseite. Willkommen auf necrosleep.net. Diese Website kann nur mit einer Einladung betreten werden. Ausgewählte Besucher haben exklusiven Zugriff auf unser Spezialprodukt, das ihr Leben für immer verändern wird. Necrosleep ist ein Produkt, welches sicher ihr natürliches Bedürfnis nach Schlaf verschwinden lässt. Mit nur einer Pille pro Tag werden sie nie wieder das Gefühl haben, schlafen zu müssen. Überzeugen sie sich selbst, indem sie auf den Kauflink klicken. Wenn Necrosleep ihr Leben nicht verändert, bieten wir ihnen eine komplette Rückerstattung an. Ihr Staunen ist garantiert. Was für ein dreistes Angebot diese Leute einem machen. Nie im Leben kann so etwas tatsächlich funktionieren. Andererseits würde ja jeder diese Pillen nehmen. Offensichtlicherweise war ich sehr skeptisch und bin es auch immer noch. Aber ich schaute mich aus Neugier weiter auf der Seite um. Ich klickte den Geheimlink an, welcher mich auf eine andere Seite brachte. Hier der Text von der Seite. Necrosleep wird aus speziellen und seltenen Zutaten hergestellt, die wir nicht preisgeben können, um zu gewährleisten,
dass unsere Formel im privaten Besitz bleibt. Um unser Produkt jederzeit verfügbar zu haben, kann es ausschließlich durch alternative Mittel auf exklusiver Basis verkauft werden. Ärzte und Wissenschaftler haben Jahre an einer Formel für Necrosleep gearbeitet, die den Schlaf völlig aus unserem Leben streicht. Nun haben wir es geschafft, was andere nicht konnten, durch den Willen unseres Meisters. Wir können ihnen mit voller Zuversicht versichern, unser Produkt wird ihr Leben verändern und sie werden nie wieder den Drang verspüren zu schlafen. Fühlen sie sich frei, in unser Geheimnis einzutauchen. Alternative Mittel, Herr Schwarzmarkt. Was auch immer hier vor sich geht, sieht nicht gerade legal aus. Nicht, dass mich das Gesetz interessieren würde. Diese Seite fühlt sich einfach wenig vertrauenserweckend an. Trotzdem klickte ich danach noch auf den Link zum Impressum. Mein Herz setzte für einen Schlag aus, als ich mit dem Abstand unheimlichsten Foto, welches ich jemals gesehen hatte, konfrontiert wurde. Es war ein altes, schwarz-weiß Bild eines großen Mannes mit Arztkittel. Hätte er nicht aufrecht gestanden, hätte ich gedacht, dieser Mann sei tot. Aber meine Vermutung ist, dass er einfach nur unglaublich ungesund lebte und vermutlich blind war, dem blassgrauen, leblosen Augen nach zu urteilen. Keine Spur von Emotionen war in seinem Gesicht zu finden. Unter dem Bild stand ein kurzer Text. Unsere Anerkennung geht an den brillanten Pionier von Necrosleep, Dr. Stan A. Hale, Stellvertreter unseres Meisters und Gründer des ukrainischen Instituts für okkulte Medizin. Sein Werk lebt weiter. Stellvertreter unseres Meisters? Okkulte Medizin? Vielleicht habe ich einfach zu viele Horrorfilme gesehen. Aber das ist keine typische Diätpillen-Verkaufsmasche. Möglicherweise gehören sie irgendeiner gestörten religiösen Gruppe an. Ich muss zugeben, dass mir das Ganze ein wenig Angst einjagte, aber ich war zugleich fasziniert. Ich sah mir den Kaufen-Link an, um meine Neugier zu beruhigen. Es stellte sich heraus, dass jede Pille eine absurde Menge russischer Währung kostete, was nach kurzer Recherche wohl etwa 110 Euro waren. Lächerlich. Nicht, dass ich mir solche Pillen kaufen würde, wenn ich könnte. Ich verließ die Seite sofort. Inzwischen nehme ich an, es ist bloß ein billiger Versuch, an Kreditkarteninformationen von leichtgläubigen Leuten zu kommen. Oder eine seltsame Kultinitiative. Was es auch immer sein mag, es hat meinen Tag ein wenig interessanter gestaltet. Read. 22. Oktober 2014. Ich eröffnete eine neue Diskussion auf Nocturnal Underground über diesen mysteriösen User, der mir diese seltsame Privatnachricht gesendet hatte. Da ich mehr über diese ganze Necrosleep.net-Sache wissen wollte, sah ich das als Teil meiner Nachforschung an, herauszufinden, wer dieser User war. Ich habe euch den Verlauf mal herauskopiert. Hey Leute, ich hoffe, ich bringe hier nichts durcheinander, indem ich das in die Trolling- und Belästigungssektion schreibe. Ich wusste nicht, wo ich es sonst hinpacken sollte. Ich nehme an, dieser Vorfall könnte als Spam abgestempelt werden, insofern andere die gleiche Werbebenachrichtigung bekommen haben. Im Wesentlichen habe ich vor ein paar Tagen einfach eine PN von einem Nutzer bekommen, den ich hier vorher noch nie gesehen habe und auf dessen Profil ich nicht zugreifen kann. Relation 666. Die Nachricht war Werbung für ein paar merkwürdige Pillen. Hat diesen User hier schon mal jemand im Forum gesehen? Ich auf jeden Fall nicht. Wenn ihr irgendwelche Informationen für mich hättet, wäre ich sehr dankbar dafür. Sag mir nichts. Er muss ziemlich neu sein oder einfach nur inaktiv. Was genau hat er denn geschrieben? Wir könnten bestimmt einen Admin finden, der ihn wegen Werbung bannt. Hier ist ein Screenshot der Nachricht. Seltsam. Bist du auch auf der Seite gewesen? Ich hoffe ja nicht. Ist höchstwahrscheinlich voller Viren. Lol. Habe gerade versucht, darauf zuzugreifen, bekomme nur einen schwarzen Bildschirm. Der Zugangscode hat auch nicht funktioniert.
kommt nur ein Pop-up mit ungültiger IP. Natürlich habe ich die Seite besucht. Ich konnte nicht widerstehen. Bei mir funktioniert es auch nicht. Ungültige IP. Wenn es nur bei Readman07 funktioniert, ist er vielleicht irgendwie an seine IP-Adresse gebunden. Hast du auch Screenshots von der Seite? Ich bin neugierig. Hier, die Seite war eigentlich auf Russisch. Darum habe ich es meinem Browser übersetzen lassen. Sieht verdammt unseriös aus. Wow, Spaß lieber nicht damit. Du hast bestimmt schon Ärger am Hals, weil du nur auf den Link geklickt hast. Vielleicht wirst du gerade in diesem Moment gekeylockt, während wir hier am Schreiben sind. Das, was die da verkaufen, ist wahrscheinlich pures Cyanid. Vertraue nie einem Russen. Ich bin Russe und finde das höchst beleidigend. Da guckt man mal 5 Minuten nicht hin und ihr bricht das reinste Chaos aus. Kommt doch mal runter. Natürlich werde ich den Scheiß nicht kaufen. Die Wunderpillen kosten sowieso jeweils 110 Euro. Wie soll sich das denn jemand leisten können? Wer denkt ihr, wer ich bin? Johnny Cash? Nur weil er Johnny Cash hieß, heißt das noch lange nicht, dass er eine Menge Cash hatte. Natürlich war er reich, du Arsch. Er ist Johnny fucking Cash. Wessen schlaue Idee war es eigentlich, das Forum mit einem Script-Up-Filter auszustatten? Das ist doch Kacke! Bevor wir noch weiter vom Thema abkommen, wollte ich euch noch kurz mitteilen, dass ich nur meine Webcam zugeklebt habe für den Fall, dass es etwas durch den Virenfilter geschafft hat. Aber es ist wahrscheinlich eh nur dazu da, Scheiße, das Geld aus den Taschen zu ziehen und an Kreditkarteninformationen zu kommen. Ich suche morgen nach ein paar mehr Informationen zu der Seite. Die Sonne ist schon vor 3 Stunden aufgegangen. Meine Energy Drinks gehen mir langsam aber sicher auch aus. Ich kontaktiere meinen Admin darüber. Spam wird hier nicht toleriert. Ich frage auch mal, ob sie den Filter deinstallieren könnten. Ich habe danach eine Nachricht von HG Wishingwell, einem der Admins, bekommen. Es sagt, der Nutzer Relocation 666 existiere nicht in der Datenbank. Und der einzige Weg, wie ich diese Nachricht bekommen konnte, wäre, indem er den E-Mail-Client irgendwie umgangen hatte. In anderen Worten, jemand hat das System gehackt, nur um mir eine Spam-Nachricht zu schicken. Was zur Hölle? Read. 23. Oktober 2014. Ich bin endlich dazugekommen, nach Necrosleep zu googeln. Die Suchergebnisse waren überwiegend irrelevante YouTube-Channels und untergegangene Screamo-Bands der 90er Jahre. Unter dem ganzen Schrott war allerdings ein Link zu einem Post auf fastmd.com. Die Vorschau sagte: Weiß irgendjemand, ob dieser Necrosleep-Kram wirklich funktioniert? Also klickte ich darauf und wurde zu einer Seite weitergeleitet, auf der stand: Dieser Post wurde gelöscht und existiert nicht mehr. Ich hätte es wissen sollen. Es wäre ja auch viel zu leicht gewesen. Ich ging zurück zu den Suchergebnissen und durchsuchte unzählige Seiten, bevor ich schlussendlich auf ein altes Gaming-Forum gestoßen bin, in dem Necrosleep.net erwähnt wurde. Dieser Post wurde zum Glück noch nicht gelöscht. Inmitten einer Konversation über die Maximierung der Ernte in einem mittelalterlichen Strategiespiel behauptete ein User, Necrosleep genommen zu haben, damit er sich 24 Stunden am Tag um seine virtuelle Farm kümmern konnte. Es ist überflüssig zu sagen, dass die anderen Forumnutzer sehr skeptisch waren. Der Kerl postete einen Link zu necrosleep.net, um seine Aussage zu unterstützen. Aber er schaffte es nicht, sie zu überzeugen. Ihr habt es sicher schon erraten, die Seite war IP-gebunden. Er hatte außerdem denselben Einladungscode wie ich. DCLXVI. Was mich denken lässt, dass dieser nur Formularität ist, damit man sich besonders fühlt. Aber das erklärt noch lange nicht, wieso meine IP und anscheinend auch die von jemand anderen ausgewählt wurden. Dieser Angeber erklärte dann, dass es einen unverkennbaren Beweis für seine endlose Wachheit in seinem Ingame-Score geben würde. In Relation zu der Zeit, die sein Account existierte, war seine Punktzahl unnormal hoch. So hoch sogar, dass es unmöglich wäre, diese Punktzahl zu erreichen, wenn man nicht mindestens 21 Stunden am Tag spielen würde,
was praktisch keine Zeit zum Schlafen übrig lässt. Trotz all dem sagten sie ihm nach, seine Leistung durch ein automatisches Bot-Programm, welches das Spiel während der Nacht für ihn weiterführte, erreicht zu haben. Da Cheating gegen die Spielregeln war, wurde sein Account permanent gebannt, wie ein Admin am Ende der Diskussion bestätigte. Unter dem Namen des Users stand in kleinen roten Buchstaben: gebannt wegen Botnutzung, 12.08.2006. Weitere Ergebnisse zu Necrosleep oder necrosleep.net konnte ich nicht finden. Sieht so aus, als würden sich diese Online-Dealer ziemlich gut tarnen. Ich würde nur gerne wissen, was ihre Motive sind, denn ich könnte mir 1 Million bessere Wege denken, an Kreditkarteninformationen zu kommen oder die Heilmittel dieses Quacksalber zu verticken. Es könnte ja auch ein Scherz sein, aber offensichtlich gibt es diese Seite ja seit mindestens 2006. Vielleicht sterben manche Scherze einfach nie aus. Reed. 25. Oktober 2014. Ich habe eine weitere Nachricht von Relation 666 bekommen. Bin ich der Einzige, der von diesem Namen Gänsehaut bekommt? Mit dem Wissen, was ich habe, wird mir unwohl, wenn ich daran denke, was dieser User unternimmt, nur um mich zu kontaktieren. Aus irgendeinem Grund umgeht er das System, nur um mir Nachrichten mit seinem Angebot machen zu können. Hier die Nachricht, die ich gerade bekommen habe. An Readman07 von Relation666. Betreff necrosleep.net/backdoor. Glückwunsch, Readman07. Du wurdest ausgewählt, 30 Tage kostenlos Necrosleep zu testen. Schnappe dir deine exklusive Probe auf necrosleep.net/backdoor. Finde heraus, was dir dein ganzes Leben lang gefehlt hat, und das risikofrei. necrosleep.net/backdoor. Wieder einmal hatte mich meine Neugier überwältigt. Bereit, nur noch mehr Mist von dieser Seite zu sehen, klickte ich auf den Link. Ich wurde zu einer Seite weitergeleitet, auf der nach meiner Adresse gefragt wurde, mehr nicht. Ich dachte vorsichtig darüber nach. Mir war völlig klar, dass diese Leute böswillige Absichten hatten. Aber wenn ich mein Postfach angeben würde, was wäre das Schlimmste, das mir passieren könnte? Das Worst-Case-Szenario wäre, wenn sie mir Reklame von irgendwelchen billigen Pillen schicken würden. Der Punkt ist, dass ich dann endlich wüsste, was sie von mir wollen. Ich habe die Adresse meines Postfaches angegeben. Reed. 28. Oktober 2014. Ich habe mich dazu entschieden, die Leute auf Nocturnal Underground davon wissen zu lassen. Auf jeden Fall waren ihre Reaktionen sehr amüsant. Nun Leute, es ist schon wieder geschehen, seht euch das an. Sag mir jetzt nicht, dass du auch auf der Seite gewesen bist. Doch bin ich. Sie haben mich nach meiner Adresse gefragt, aber ich habe nur mein Postfach angegeben. Sag mal, hat dir irgendwer ins Hirn geschissen? Was ist los mit dir? Ich nehme an, du konntest die Admins nicht davon überzeugen, den Filter zu entfernen, oder? Laber keinen Scheiß, Sherlock. Vermutlich sitzen sie jetzt vergnügt vor ihrem Computer, lesen sich diesen fucking Verlauf durch und geilen sich darauf auf, dass wir überhaupt keine Ahnung haben. Es würde mich nicht verwundern, wenn mir HG Wischlingwell diese Nachrichten schicken würde, nur um hier mal ein wenig Aktion zu haben. Würde mich auch nicht überraschen. Das Geheimnis würde gelüftet. Und jetzt ist Schlafenszeit, Kinder. Nein, mal im Ernst. Ich habe damit nichts am Hut. Das schwöre ich auf das Leben meiner Urgroßmutter. Auf das Leben einer Toten zu schwören, ist nicht gerade der überzeugendste Weg. Ich denke, das war jetzt genug Scherz. HG, warst du es jetzt oder nicht? Ich habe wirklich nichts getan. Wir Admins und ich waren ziemlich perplex, als wir gesehen haben, woher die Nachricht kam. Oder sollte ich sagen, woher die Nachricht nicht kam? Es ist auf jeden Fall kein registrierter User. Wenn sie dir die Pillen wirklich schicken sollten, nimmst du das Zeug dann? Also mich würde kein Geld der Welt dazu bringen, diesen Scheiß auszuprobieren. Selbst wenn sie mir die Pillen schicken sollten und nicht bloß irgendwelche Reklame, werde ich sie selbstverständlich nicht nehmen.
Zumindest bis ich nicht noch mehr Informationen darüber habe. Haltet ihr mich wirklich für so dumm? Chillt doch mal. Ich werde das hier mal beenden. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, folgt einfach meinem Blog. Der Link ist auf meinem Profil. Also die Möglichkeit, dass das ein Scherz von einem der Admins ist, ist damit erstmal ausgeschlossen. Ich denke nicht, dass Haki Wishingwell das Ganze so lange weiterführen und uns alle eiskalt anlügen würde. Und selbst wenn, könnte ich mir nicht vorstellen, dass sie es mit einem russischen Ergänzungsmittel tun würden. Das ist doch alles total verrückt. Reed. 30. Oktober 2014. Letzte Nacht hat ein Kumpel im Gegenzug zu ein wenig Codingarbeit an seiner Flash-Seite meine Post vorbeigebracht. Ich setzte echt alle Hebel in Bewegung, um nicht das Haus verlassen zu müssen. Aber das ist gerade nicht das Thema. Der Punkt ist, dass ich einen Briefumschlag ohne Rücksendeadresse bekommen habe. Dennoch wusste ich sofort, von wem er war. Der Briefumschlag war alt, sehr alt, als hätte er Jahrzehnte auf einem Dachboden gelegen. Ich öffnete den schmutzigen Umschlag und fand einen kleineren, braunen Umschlag, der ebenfalls sehr alt aussah. Darauf stand das Wort Necrosleep und darunter der übliche Hinweis, dass man das Produkt kühl und lichtgeschützt lagern sollte, um die maximale Haltbarkeit zu erzielen. Die Wörter schienen jedoch abgestempelt und nicht aufgedruckt worden zu sein. Ich öffnete den kleinen Umschlag. Darin waren wie versprochen 30 Pillen. Aber nicht so schön verpackt wie in der Apotheke, sondern einfach lose im Umschlag. So, bevor ihr jetzt total ausrastet, ich werde das Zeug nicht nehmen. Zumindest nicht, bis ich ein paar mehr verlässliche Informationen darüber gefunden habe. Nun weiß ich immerhin, dass diese russischen Drogendealer mir nicht nur Werbung schicken wollten. Die Frage ist, warum würden sie mir diese Pillen schicken, wenn sie nicht funktionierten? Sicherlich wollten sie mein Geld, aber das würden sie nach einer fehlgeschlagenen 30-tägigen Probe nicht bekommen. Was, wenn sie versuchen, mich zu töten? Ich hätte sowieso nie ein gutes Gefühl bei dem Ganzen. Aber meine Neugier bringt mich noch um. Reed. 31. Oktober 2014. Mir ist gerade etwas eingeleuchtet, dass ich die ganze Zeit etwas übersehen habe. Ich habe nie über diesen Dr. Stan A. Hale recherchiert. Der Kerl, der anscheinend etwas mit Necrosleep zu tun hatte. Also googelte ich nach ihm und fand, zu meiner Überraschung heraus, dass er einen eigenen Wikipedia-Artikel hat. Dort steht, Dr. Hale war ein ukrainischer Wissenschaftler und Arzt, der behauptete, mit einem wesentlichen Anteil an den Experimenten, die in einem Film aus dem Jahre 1940 dokumentiert wurden, involviert gewesen zu sein. Der Film zeigt die sowjetische Forschung über die Reanimation klinisch toter Organismen. Hier ein Auszug aus dem Artikel. Der Film Experimente über die Reanimation von Organismen zeigt verschiedene verstörende medizinische Experimente, ausgeführt an Caniden. Eines beinhaltet das am Leben erhalten eines abgetrennten Hundekopfes mit Hilfe einer primitiv aussehenden Pumpe, die den Kopf mit sauerstoffreichem Blut versorgt. Die Leitung wird Dr. Sergei Buhenko zugeschrieben. Dr. Stan A. Hale bestand verhehmend darauf, der eigentliche Leiter der Experimente und Erfinder der genutzten Sauerstoffpumpe zu sein, da sie Buhenko lediglich eintragen ließen, da Dr. Hale eine lebenslange Haftstrafe für die illegale Durchführung grauenhafter Experimente an Menschen bekam. Er glaubte jedoch fest daran, nicht unmoralisch gehandelt zu haben, da er die Zustimmung seiner Testobjekte hatte, wenn auch durch Bestechung. Der Lenin-Preis wurde an Buhenko für die Sauerstoffpumpe verliehen, während Hale weiter seine Haftstrafe absetzen musste. Erst als man verloren geglaubtes Filmmaterial von seinen Menschenexperimenten gefunden hatte, wurde Hale zum Tode verurteilt. Seine letzten Worte, die scheinbar in einer anderen Sprache waren, starben mit ihm. Dr. Stan A. Hale wird nachgesagt, wertvolle Erkenntnisse in der Herstellung von Heilmitteln gegen diverse Krankheiten wie Narkolepsie und Epilepsie gewonnen zu haben. Allerdings wurden diese niemals veröffentlicht. Seine angeblichen Erkenntnisse können demnach nicht bestätigt werden
und ihnen wird vorgehalten, okkulter Natur zu sein. Die Zahl der angeblich geheilten Personen mit unheilbaren Krankheiten stieg in den Jahren von 1930 bis 1940 auf über 1000 an. Alle Versuche seiner dokumentierten Heilmittel zu replizieren schlugen fehl, was vermuten lässt, dass er Pseudowissenschaften betrieben hat. Es wird geglaubt, dass Dr. Hale bis zum heutigen Tage Anhänger in ganz Russland und der Ukraine hat, die seine Wundermittel immer noch praktizieren. Es gibt ein paar Fälle, in denen behauptet wurde, E-Mails und Angebote, die in Verbindung mit Dr. Hales Arbeit stehen, bekommen zu haben. Polizeiliche Nachforschungen konnten jedoch keine klaren Beweise ans Tageslicht bringen. Ich gebe zu, manches davon beunruhigt mich wirklich. Grausame Menschenexperimente sind nicht gerade das, an was man gerne denkt. Aber es scheint mir, als hätte der Typ wirklich nur getan, was nötig war, um seine Forschungen voranzutreiben. Vielleicht war er wirklich etwas auf der Spur. Vielleicht konnten seine Heilmittel nicht repliziert werden, weil sie schon zu fortgeschritten waren. Ich habe keine Ahnung. Alles, was ich weiß, ist, dass ich eines dieser mysteriösen Angebote bekommen habe, die bisher bloß als Gerücht existierten. Vielleicht steckt da wirklich was dahinter. Vielleicht wurde ich wirklich auserwählt, um etwas zu bekommen, was nicht für die Massen gedacht ist. Vielleicht meinten sie es toten Ernst, als sie mir sagten, es würde mein Leben verändern. Reed. 1. November 2014. Ich halte die Pille in meiner Hand, bereit sie jeden Moment zu nehmen. Ich habe gründlich drüber nachgedacht. Ich weiß, es ist nicht gerade das Sicherste auf der Welt, aber ich bin ein Draufgänger. Wenn es schlecht ausgeht, hätte ich sowieso nicht viel gehabt, wofür es sich zu leben lohnt. Das Leben ist nichts ohne ein wenig Gefahr und ich will die Motive dieser Leute mehr als alles andere auf der Welt wissen. Ich muss wissen, was sie von mir wollen. Ich muss wissen, was ich verpasse. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Reed. 3. November 2014. Ich kann es gar nicht glauben. Es funktioniert. Ich habe seit 3 Tagen nicht geschlafen und ich fühle mich nicht auch nur im geringsten müde. Heilige Scheiße. Ich habe mich in meinem Leben noch nie so konzentriert und stimuliert gefühlt. Ich weiß nicht, was in diesem Zeug drin ist, aber es funktioniert. Wie lange es funktionieren wird, weiß ich nicht. Also mache ich mir keine allzu großen Hoffnungen. Behauptet wird ja, ich werde nie wieder schlafen müssen. Nie wieder. So weit, so gut. Reed. 4. November 2014. Funktioniert nach 4 Tagen immer noch wie so ein Zauber. Aber inzwischen hat das Licht angefangen, mich zu stören. Also habe ich ein Stück Karton vor mein Fenster geklebt. Ich habe dieses Fenster eh nie gemocht. Bei Nacht bekomme ich dieses seltsame Gefühl, von draußen beobachtet zu werden. Und es macht mich momentan nervöser als sonst. Es ist einfach zu denken, eine unheimliche Figur würde vor deinem Fenster stehen, bis dir auffällt, dass es nur deine eigene Reflexion in einer billigen Scheibe war. Naja, dieses Problem habe ich ja nun beseitigt. Ich habe außerdem etwas Interessantes gefunden, als ich meine nächtliche Pille eingenommen habe. Bisher ist mir nie aufgefallen, dass ein Symbol auf die Innenseite des kleinen braunen Umschlags gestempelt wurde. Ja, auf der Innenseite. Ich weiß, ich habe dieses Symbol zuvor schon mal gesehen, aber ich kann nicht genau sagen, wo. Es ist ein nach unten zeigendes Pentagramm mit einem, ich glaube, Ziegenkopf darin. Möglicherweise haben sie nur einen alten Briefumschlag wiederverwendet und ihn umgedreht. Oder so. Reed. 5. November 2014. Danke an einen meiner Leser, der mir etwas klargemacht hat, was mir bisher nicht bewusst geworden ist. Das Emblem auf der Innenseite des Briefumschlags ist ein satanistisches Symbol. Wieso ist mir so etwas Offensichtliches nicht aufgefallen? Ich muss wahrscheinlich nicht erwähnen, dass ich diesen Mist nicht weiternehmen werde. Solcher Scheiß macht mir wirklich verdammt Angst. Ich bin fertig damit. Ich wünschte, ich hätte diese Nachricht gelesen, bevor ich die nächste Pille genommen habe. Ich höre einfach morgen auf damit. Ich meine, bisher hat es ja keinen Schaden angerichtet und ich fühle mich super. Also bin ich vielleicht nur etwas paranoid. Es ist nur ein Symbol, möglicherweise ein Druckfehler.
oder so etwas in der Richtung. Trotzdem, draufgeschissen. Ich albere doch nicht mit irgendwelchem Dämonenkram herum. Nicht ums Verrecken. Reed. 6. November 2014. In der vergangenen Woche habe ich jeden Tag um exakt 10 Uhr abends eine dieser Pillen genommen. Heute wollte ich damit aufhören, aber gegen 10.30 Uhr bekam ich plötzlich schreckliche Kopfschmerzen und sie wurden immer schlimmer. Ich dachte mir, mein Körper müsste sich nur daran gewöhnen, von nun an ohne Necrosleep auszukommen. Also wartete ich eine weitere Stunde, bevor ich es nicht mehr aushielt. Ich nahm eine weitere Pille. Ich weiß, ich kann jederzeit damit aufhören, wenn ich will, aber ich sehe inzwischen gar keinen Grund mehr dazu. Ich meine, ich muss nicht mehr schlafen und fühle mich immer topfit. Ich sollte aufhören, so irrational zu denken. Reed. 9. November 2014. Meine neu gewonnene Freizeit und Konzentration habe ich gleich mal zu meinem Vorteil genutzt. Ich habe 5 Riesen an einem Tag gemacht, indem ich virtuelles Eigentum getauscht habe. Und das beinhaltet noch nicht meine Online-Poker-Karriere der letzten Woche, die echt alles in den Schatten stellt. Plötzlich habe ich dieses innovative Verständnis von Zahlen, das ich vorher noch nie hatte. Mein ganzes Leben lang war ich wie betäubt, bis jetzt. Das Zeug verändert wirklich mein Leben. Reed. 11. November 2014. Hey Leute, hier ist eine etwas eigenartige Geschichte für euch. Ich saß auf der Couch, war ganz in Gedanken versunken, als mich plötzlich ein paar leuchtende Augen aus der Dunkelheit heraus anstarrten. Ich dachte mir nichts dabei, meinte, es wäre bloß Twig, der dort herumschleichte. Katzen haben reflektierende Augen. Was hätte es denn sonst sein sollen? Ich schaute zurück auf den Fernseher und fühlte noch im selben Moment, wie sich Twig von der anderen Seite an mich kuschelte. Ich sah zurück in die Ecke und wurde weiterhin von dem wachsamen Auge angestarrt, während Twig offensichtlich an meiner Seite lag. Mann, mein Verstand will mir echt ein paar fiese Streiche spielen. Es musste mein Verstand sein, dennoch kam es mir irgendwie surreal vor. Wenn ich so darüber nachdenke, hätte es mir gleich auffallen sollen, dass es nicht Twig ist. Katzenaugen leuchten nun mal nicht rot. Wie dem auch sei, hoffen wir einfach, dass es einfach nur eine komische Nebenwirkung der Pillen war. Was hätte es auch sonst sein sollen? Reed. 12. November 2014. Bald geht mir das Essen aus. Natürlich könnte ich auch einfach einkaufen gehen und mich für einige Zeit eindecken, aber der Gedanke macht mir Angst. Der Gedanke, meine sichere Wohnung verlassen zu müssen. Der Gedanke sozialer Interaktion. Ich fürchte sie nun mehr als je zuvor. Ich habe es noch nie bevorzugt, nach draußen zu gehen, wenn ich die Möglichkeit hatte, daheim zu bleiben. Aber ich habe es noch nie so stark gefürchtet. Ich hatte noch nie solche Angst davor. Keiner meiner Online-Freunde, die hier in der Umgebung wohnen, waren zuletzt online. Sie haben aufgehört, meine Blog-Einträge zu kommentieren. Wer erledigt denn jetzt meine Einkäufe? Was, wenn ich da rausgehen muss? Ich sollte wirklich keinen Elefanten daraus machen. Ich bin einfach nur bescheuert. Hör auf, Panik zu schieben, du Vollidiot. Hör auf, dir solche Angst einzureden. Hör auf, solche Angst zu haben. Reed. 13. November 2014. Mein Freund Jack kam online. Es war eine kurze Erleichterung, bis er schließlich sagte: Ich bringe dir gar nichts vorbei, wenn du nicht endlich mal das Haus verlässt. Die Art, wie er es ein Angebot machte, wie er sagte, ich müsse das Haus verlassen und mal wieder etwas mit den Jungs unternehmen, um von ihnen Hilfe zu bekommen. Ich lehnte aus purer Angst ab. Er war wohl um meine Gesundheit besorgt. Ich kann es ihm nicht übel nehmen, da ich immer mehr zu einem Einsiedler werde, der dazu verdammt ist, allein in seinem eigenen Nest zu verrotten. Aber er versteht es einfach nicht. Niemand versteht mich. Zumindest bin ich mir ziemlich sicher, genug Essen bis Ende November zu haben, wenn ich es strecke. Reed. 15. November 2014.
Ich lasse es seit kurzem immer meinen Fernseher an, damit mich die Stille nicht irritiert. Jedoch fühle ich mich immer wieder, als würden mich die Leute durch den Fernseher hinweg beobachten und habe enorme Schwierigkeiten, mich auf die Sendung zu konzentrieren. Es fällt mir schwer, klare Gedanken zu fassen, obwohl ich keinerlei Müdigkeit verspüre. Ich habe nun seit 15 Tagen nicht mehr geschlafen. Ich weiß einfach nicht. Vielleicht stimmt etwas nicht mit mir. Ich habe mein Passwort vergessen, um mich auf meinem Computer anzumelden. Sogar nachdem ich es geändert und es mir aufgeschrieben habe. Ich habe vergessen, wo ich es aufgeschrieben habe. Ich kann nicht einmal mehr klar denken. Weed. 18. November 2014. Ich bin ganz ehrlich, ich habe gerade richtig Schiss. Ich bin in mein Badezimmer gegangen, um meine erste Dusche seit Wochen zu nehmen. Ich hätte niemals gedacht, noch etwas anderes, als meine eigene Reflexion im Spiegel zu sehen. Aber ich sah es. Er stand hinter mir, starrte mich an, bewegungslos. Ich fuhr auf der Stelle ein und hatte die größte Panikattacke meines Lebens. Ich schwöre euch, ihr kennt keine wahre Angst. Ihr habt keine Ahnung. Ich kann es immer noch sehen. Es hat sich in mein Gehirn gebrannt. Dieses Gesicht, es war dämonisch. Und es verschwand so schnell, wie es gekommen war. Ich würde ja sagen, es war nur meine Einbildung, aber es fühlte sich zu real an. Ich werde nie wieder ins Badezimmer gehen. Ich benutze einfach die Spüle meiner Küche oder so. Ich halte das nicht mehr aus. Was machen diese Pillen nur mit meinem Kopf? Ich muss aufhören. Ich fühle mich nicht mal in meine eigene Wohnung mehr sicher. Ich fühle mich, als würden mich die Schatten beobachten. Reed. 20. November 2014. Ich habe erneut versucht, die Pillen abzusetzen. Aber im letzten Moment habe ich mich umentschieden. Etwas hat mich davon abgehalten. Wie eine Stimme in meinem Kopf. Ich habe einfach das Gefühl, es wäre falsch. Mein Leben würde nur noch weiter den Bach heruntergehen, wenn ich aufhören würde, diese Pillen zu nehmen. Ich glaube nicht, dass das normal ist, diese Art, wie ich lebe. Aber ich kann mir das auch nicht anders vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, nach draußen ins Sonnenlicht zu gehen. Oder ins Mondlicht. Keiner meiner Freunde war mehr online, seit Jack das letzte Mal mit mir geredet hat. Und ich weiß nicht, ob mein Essen noch eine weitere Woche reicht. Twig ist ziemlich dünn geworden, seitdem ich ihr Katzenfutter esse, um mein Proviant zu strecken. Aber sie wird es überstehen, sofern jemand bei Thanksgiving online kommt. Wo ich gerade davon spreche. Niemand hat mich zu seinem Thanksgiving-Essen eingeladen. Nicht einmal meine Familie, aber das ist okay. Ich hasse meine Eltern sowieso. Zur Hölle mit ihnen. Reed. 22. November 2014. Ich höre immer mehr Stimmen in meinem Kopf. Furchtbare Stimmen. Es macht mir wirklich Angst und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ist das eine Art Nebenwirkung? Manchmal kann ich mich nicht einmal selbst denken hören. Als würde ich die Kontrolle über meine eigenen Gedanken verlieren. Und die Gedanken, die ich habe, sind finster. Selbst mir sehen solche Gedanken nicht ähnlich. Und ich würde niemals jemanden verletzen. So bin ich nicht. Ich habe versucht, erneut auf necrosleep.net zuzugreifen, um zu sehen, ob dort von irgendwelchen Nebenwirkungen die Rede ist. Etwas, was ich übersehen habe. Aber die Seite ist nicht mehr erreichbar. Sie wurde vom Netz genommen. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich habe solche Angst vor mir selbst. Reed. 24. November 2014. Es klopfte. Ich schrie durch die Tür und fragte, wer das sei. Es waren meine Freunde, Jack und Douglas. Anscheinend wollten sie mir helfen, nachdem sie meinen Blog-Eintrag gesehen haben. Aber ihre Bedingung war, dass ich die Tür öffne und herauskomme. Sehr verdächtig. Wie kann ich sicher sein, dass ich ihnen vertrauen kann? Ich weiß, ich habe ihnen jahrelang vertraut, aber was ist, wenn sie mein Vertrauen jahrelang nur ausgenutzt haben, um am Ende etwas Perverses mit mir abzuziehen?
Was, wenn sie mir vergiftetes Essen bringen? Was, wenn sie mich erstechen, wenn ich die Tür öffne? Mir ist einfach bewusst geworden, dass ich keinen Beweis dafür habe, ihnen vertrauen zu können. Ich kann nicht einmal mehr mir selbst trauen. Vielleicht kommt gerade mein wahres Ich zum Vorschein. Vielleicht war ich mein ganzes Leben lang ein Sadist und wusste es noch nicht. Vielleicht sind alle Menschen böse. Reed. 25. November 2014. Die Stimmen hören nicht auf. Anfangs dachte ich, sie wären böse, aber inzwischen bin ich mir gar nicht mehr sicher. Manchmal fühlt es sich so an, als wollen sie mich befreien. Sie wollen, dass ich ihnen endlich mein Gehör schenke. Sie zeigen mir Dinge, furchtbare Dinge, und doch kommen mir diese Dinge langsam nicht mehr so furchtbar vor. Mein Körper ist taub, ich fühle gar nichts mehr. Dennoch weiß ich, dass es eine Sache gibt, die mich wieder fühlen lassen wird. Ein Teil von mir sagt, es ist falsch, sehr falsch. Aber die Stimmen erzählen mir etwas anderes. Die Stimmen sind nur meine Freunde. Die Dämonen sind meine Freunde. Reed. 26. November 2014. Zwick ist nun im Himmel. Ich musste es tun. Ich musste wissen, wie es schmeckt. Es war befriedigend, aber ich brauche mehr. Ich dachte, ich verlasse diesen Raum nicht wieder. Aber ich habe keine Wahl mehr. Ich brauche mehr. Das Gesicht wird wütend. Die Stimmen werden wütend. Mein Kopf tut weh. Ich brauche mehr. Es tut so weh. Ich brauche mehr. Sie tun mir weh. Ich muss sie weiterfüttern. Sie brauchen mehr. Ich muss dafür sorgen, dass es aufhört. Ich brauche mehr. Ich brauche mehr. Macht, dass es aufhört. Reed. Polizeibericht Teil 1. Thanksgiving. 27.11.2014. Opfer Paul Murdoch. Täter Reed Murdoch. Die Polizei erreicht den Tatort nach dem verzweifelten Anruf von Margaret Murdoch. Paul Murdoch, der Vater des Täters, wurde vorgefunden, während er von dem Täter Reed Murdoch, dessen Gesicht und Mund mit Blut und Hirnmasse verschmiert waren, ausgeschlachtet und gegessen wurden. Reed wurde erschossen, nachdem er auch nach mehrmaliger Anweisung nicht aufhörte, seinen eigenen Vater zu essen. Es scheinen schwere Drogen im Spiel gewesen zu sein. Polizeibericht Teil 2. 29.11.2014. Reed Murdochs Wohnung wurde sorgsam von unseren Ermittlern durchsucht. Ein haarloser, kopfloser und ausgeweiteter Katzenkadaver wurde auf der Küchentheke gefunden. Die Knochen und Körperflüssigkeiten der Katze waren in der kompletten Wohnung verteilt und der Kopf wurde zerschmettert auf dem Boden gefunden. Das Gehirn wurde entnommen und konnte nirgends aufgefunden werden. Das Apartment war offensichtlich bewohnt von einem völlig wahnsinnigen Individuum. Wenn man die Unsauberkeit und den massiven Schimmelbefall in Betracht zieht, ein alter Fernseher stand in der Ecke, angeschaltet und lediglich ein weißes Rauschen zeigend. Er hatte keine Antenne. Ein verdächtiges Paket voll bisher unidentifizierbarer Pillen wurde beschlagnahmt. Der Computer und andere persönliche Gegenstände wurden konfisziert und werden umgehend analysiert. Autopsiebericht, 4.12.2014. Subjekt Reed Murdoch. Die Inhalte des Verdauungstraktes von Reed Murdoch waren eine Mixtur aus menschlichen Geweben, überwiegend Hirnmasse und Rückenmarksflüssigkeit. Untersuchungen des eigenen Gehirns haben jedoch einige Außergewöhnlichkeiten offenbart. Sein Gehirn war klar und deutlich dabei, sich aufzulösen. Das Hirngewebe war schwarz und rot im Gegensatz zu dem üblichen Pink-Grauton und durchsetzt von Löchern. Bei näheren Untersuchungen wurden tausende kleine schwarze Parasiten gefunden, die das Hirn fraßen. Diese waren ohne Zweifel der Grund für seine schleichende Psychose. Tests der Parasiten waren unausschlussreich, da sie keiner bisher bekannten Spezies gleichen. Weitere Tests sind erforderlich. Die unbekannten Medikamente, die in Murdochs Wohnung gefunden werden konnten, wurden untersucht und es stellte sich heraus, dass sie eine besorgniserregende hohe Anzahl unbekannter Substanzen enthielt, unter anderem höchstsüchtig machende Drogen, menschliche Hormone und parasitäre Eier, die anscheinend erst beim Eintritt in den menschlichen Körper schlüpfen, wo sie dann das Gehirn befallen. Es ist unklar, wie er an die Medikamente kam und woher sie kommen. Jedoch hatte, wer auch immer ihm sie gesendet hatte, offensichtlich böswillige Absichten. Polizeibericht Teil 3,
6.12.2014. Zwei Freunde von Reed Murdoch, Jake Fairfax und Douglas Lopez, wurden polizeilich befragt. Sie verwiesen beide auf seinen Online-Blog, auf dem er angeblich seinen Weg zum Wahnsinn dokumentiert haben soll. Der mysteriöse Blog existiert jedoch nicht mehr. Der Grund dafür ist unbekannt. Die beiden wussten von den Medikamenten, die Reed zu sich nahm, und behaupteten, er hätte sie von der Website necrosleep.net. Unsere Ermittler bestätigten später, dass diese Seite nicht existiert.